1931 ging bei DKW der F1 als erster PKW mit Frontantrieb in Großserie. Es war eine technische Pioniertat. Bei Untersuchungen vor Einführung einer neuen Modellreihe müssen sich die Vorteile des Frontantriebs damals wie auch noch heute immer wieder erneut beweisen und durchsetzen. Blaubasalt, Nässe, glatte Fahrbahn. Sicher zieht der Frontantrieb durch die Kurve. Schleudergefahr, aber nicht für Auto-Union. Sehen Sie selbst. Auto-Union DKW Junior. Technik im Dienste Ihrer Sicherheit. Das seit dieser Zeit investierte Wissen und Können der Ingenieure und Techniker führte zu einer der wichtigsten Lösungen des Frontantriebs. Die beim angetriebenen gelenkten Rad auftretenden Kräfte und deren Einflüsse auf Lenkung und Federung werden heute bei Audi vorbildlich beherrscht. Neue Federbeinlager vorn steigern den Abrollkomfort. Federn und Stoßdämpfer sind optimal aufeinander abgestimmt. Ein Drehstabilisator vorn und der als Stabilisator wirkende Körper der Torsionskurbelachse hinten verringern in Kurven die Seitenneigung. Der 1972 von Audi erstmals vorgestellte spurstabilisierende Lenkrollradius gehört heute zum Standard technisch hochwertiger Automobile. Das Fahrwerk im Detail. Radführung an der Vorderachse mit je 4 Querlenkern. Fahrdynamisch optimierte Elastokinematik. Stabilisiertes Eigenlenkverhalten. Lenkachse nahe dem Radmittelpunkt zur Neutralisierung von Antriebseinflüssen. Neu abgestimmte Hinterachse mit Verbundlenkern bei Frontantrieb bzw. Doppelquerlenkerkonstruktion beim Quattro. Abschirmung des Aufbaus von komfortmindernden Schwingungen durch großvolumige Gummilager und steifen Hilfsrahmen an der Vorderachse. Außergewöhnliches Komfortniveau als Summe von überragenden Lenk- und Federungseigenschaften.